Bob Wolek. Immerhin Europameister in einer Fahrpause. Jeder Wagen ist ja mit zwei Piloten besetzt. Und Stefan Bellof. Wieder am Steuer fuhr er in der Spitzenposition eine Rundenbestzeit nach der anderen. Trotzdem besonnen, rationell. Sein 956 Porsche übrigens mit 650 PS und damals neuartiger Elektronik. Das Fahrzeug von Shaggy X hatte ebenfalls etwas abbekommen. Der Belgier bereits damals sein schärfster Konkurrent. A third place and you are the champion. Oh yes. I have to be even fourth, it's all right. But when you have such a damage like that, you never know what's going to happen next. Sie glauben, dass Sie das Rennen gewinnen können? Na gut, wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes eintrifft, dann glaube ich schon, dass wir das Rennen sicher in der Tasche haben. Auto läuft optimal. Das Auto läuft optimal. Wir haben jetzt den Ladedruck etwas zurückgedreht und die Schaltdrehzahl auch runtergenommen. Wir schalten jetzt bei 8000, vorher bei 8,5, um Sprit zu sparen. Ich bin jetzt 44 Runden gefahren an einem Stück. Drei mehr wie normal. Da sieht man, dass man also jetzt auf Spritsparen fährt und trotzdem noch sicheren Vorsprung halten kann. Mit zwei Runden Vorsprung gewinnen Bellof Bell. Nach Erfolgen in Silverstone, England und am Norrisring der dritte Streich des jüngsten Porsche-Werkfahrers. Shaggy X genügt der dritte Rang mit Jochen Maas zum Weltmeistertitel, aber Bellof hat andere, schon wieder höhere Ambitionen. Ja gut, ich habe immer betont, dass die Formel 1 mein Ziel ist. Ich strebe das auch an. Und ich würde momentan die Chancen für mich nächstes Jahr in der Formel 1 sehen. Nicht einfach, wenn man weiß, dass ein Platz in der Regel mit Sponsorgeldern in Millionenhöhe erkauft werden muss. Nach vielen zum Teil recht unerfreulichen Querelen schafft Bellof auch dies fast ausschließlich durch sein mittlerweile auch international anerkanntes Talent. Wird immer noch darüber diskutiert, die Verhandlungen mit Arrows sind gescheitert, ob das nun wirklich so viel besser ist, dass sie jetzt bei TRL sind? Na gut, ich würde sagen, dass man jetzt das erreicht hat, was man erreichen wollte. Wenn ich zum Beispiel bei Arrows gefahren wäre, hätte ich meinen Porsche-Werksvertrag aufkündigen müssen, was ich auf gar keinen Fall machen wollte. Porsche hat mir letztes Jahr die Möglichkeit gegeben, im Werksteam in der Endurance mitzufahren, die auch recht erfolgreich verlief. Und ich wollte auf jeden Fall den Porsche-Werksvertrag behalten, den ich jetzt auch behalten kann mit dem Engagement bei Tyrrell. Dann ging es um verschiedene persönliche Sponsoren, die man mir nicht erlauben wollte, auf dem Overall zu tragen. Und da kamen noch zwei, drei verschiedene Dinge hinzu, sodass auf jeden Fall jetzt das Ganze, man das erreicht hat, was man erreichen wollte. Nun, wie ist überhaupt die ganze Atmosphäre in der Formel 1? Wird man da aufgenommen als Newcomer? Wird man als Konkurrent angesehen? Sie haben es ja nun das erste Mal erlebt. Wie ist das denn so? Ja gut, die Konkurrenz ist natürlich schon sehr groß, auch unter den Fahrern. Aber ich muss sagen, dass man mich und natürlich auch die anderen, weil es sind ja dieses Jahr das erste Mal noch fünf andere oder fünf neue Fahrer in die Formel 1 reingekommen, dass man uns doch sehr gut aufgenommen hat. Und gleich im Mai 1984 beim Klassiker in Monte Carlo macht er sofort wieder von sich reden. Im berühmten Regenrennen erreicht er mit dem weit unterlegenen Cosworth Saugermotor einen sensationellen dritten Platz. Die fast ausschließlich mit Turbomotoren bestückte Konkurrenz hat große Probleme, die bis zu 200 PS stärkere Leistung bei diesen Witterungs- und Streckenverhältnissen auf die Straße zu bringen. Stefan Bellof kann seine fahrerischen Qualitäten voll unter Beweis stellen und nutzen. Hier bremst er innen Routinier René Arnoux aus. Aus der motorsportlichen Ausnahmeerscheinung Bellof wurde der hoffnungsvollste Nachwuchsfahrer in der High Society des Rennsports. Und das ist der sehnlichst erwartete neue Turbo. Aber mittlerweile ist über ein Jahr des Hinterherfahrens, der Auseinandersetzungen, Hoffnungen und Enttäuschungen vergangen. Nun ist der neue Motor von Renault endlich da, aber mit Martin Brandl und Stefan Bellof zwei Fahrer. In Silverstone wurde das erste Mal getestet. Es geht schon besser vorwärts wie vorher. Beim Beschleunigen aber das Auto ist auch wesentlich defensiver zu fahren. Wenn die Leistung einsetzt durch den Turbo im ersten Moment, ist relativ wenig Leistung da.
dann kommt die Leistung recht kräftig auf einmal. Und dadurch ist das Auto schon diffiziler zu fahren. Man muss jetzt schon etwas die Fahrweise verändern, man muss wesentlich runterfahren. Dadurch, dass man immer versuchen muss, den Ladedruck hochzuhalten, dass immer die Leistung gut anbindet. Teamchef Tyrrell entscheidet salomonisch. Brandl fährt die nächsten beiden Rennen, Bellof dafür in Deutschland und in Österreich. Am 9. Juli 1985 dann erste Testfahrten auf der Traditionsstrecke des Nürburgrings. Stefan, ein Wort, wie war's? Ja gut, wir sind ja erstmal eine Runde gefahren, um erstmal zu checken, ob alles in Ordnung ist. Und im Moment haben wir ein kleines Problem mit der Bremse, das Pedal ist sehr lang. Wir müssen das jetzt noch checken, mal schauen. Gutes Gefühl? Ja gut, es macht schon etwas mehr Spaß mit dem Cosworth. Aber wenn die Leistung einsetzt, geht es schon besser vorwärts. Stefan Bellof hat endlich ein konkurrenzfähiges Auto. Aber er muss nun auch mit einer gesteigerten Erwartungshaltung und damit dem immer stärker werdenden Erfolgsdruck fertig werden. Sein zweites Bein aber blieben die Sportwagen. Eine schicksalhafte Verbindung. Hier hatte er sich während der frustrierenden, untermotorisierten Formel-1-Durststrecke seine Erfolgserlebnisse geholt. 1984 wurde er Langstreckenweltmeister als erster Deutscher überhaupt. Und quasi als Zugabe auch noch deutscher Rennsportwagenmeister. Hockenheim 85. Bellof auf einem privaten Brun Porsche setzt sich sofort an die Spitze. Bis zu 1000 PS können die Fahrzeuge mittlerweile auf die Straße bringen. Seinen Werksvertrag hatte er mit Rücksicht auf Formel 1 Verpflichtungen gelöst. Eine zweifellos problematische Entscheidung. Die Firma Porsche mit den erfahrenen Singer, Falk und Bischoff bedeuteten Bellof weit mehr als nur deren Funktion als Arbeitgeber. Die letzten Endes verhängnisvolle Konsequenz für den ehrgeizigen Gießner: es den alten Kollegen zeigen, wo immer es möglich ist. Und ausgerechnet bei den großen Vorbildern, den Perfektionisten aus Zuffenhausen, passiert ein dramatischer Zwischenfall. Eine zusätzliche Gefahrenquelle mit unabsehbaren Folgen aufgrund der vollen Tanks an jeder Box. Zwei schwer, zwei leicht Verletzte, die erschreckende Bilanz. Aufregung und Betroffenheit natürlich auch bei Angelika Langner. Die erste Begegnung war eigentlich bei uns, wir haben uns gleich so ein bisschen, nicht gezankt, aber so ein bisschen gekabbelt, weil ich wollte Recht haben und er wollte auch Recht haben. Ich weiß gar nicht mehr, um was es ging, und das war irgendwie ein Reiz halt, dass keiner nachgeben wollte. Und was mich speziell am Stefan angezogen hat, das weiß ich eigentlich gar nicht, das ganze Wesen.
war unheimlich ansprechend. Kennengelernt haben sich die beiden übrigens im elterlichen Betrieb Stephans. Eine sehr intensive, außergewöhnliche Beziehung. Nach 5 Stunden fällt Bellof 60 Minuten vor dem Ende aus. Keiner weiß zunächst so richtig warum, einfach stehen geblieben ist er. Richtig scheiß Tag. Da plagt man sich den halben Tag bei über 70 Grad in dem Kasten und dann ist da irgendein Schräubchen nicht richtig angezogen, stellt Bellof etwas später resignierend fest. Auch eine Problematik. Geboren wurde Stephan Bellof 1957 in Gießen. Der elterliche Karosseriebaubetrieb sowie die motorsportlichen Ambitionen des Vaters waren wohl Ursache des ungewöhnlich frühen Kontakts mit dem Auto. Das Auto war schon immer sein Metier. Mit 4 Jahren hatten die Buben schon ihr eigenes Gogomobil damals. Und da fuhren sie bei uns auf dem Betriebshof zur Freude aller rum. Man sah weder Kopf noch sonst was. Da kam wie ein Phantom das Auto an. Und so wurde der Stephan eigentlich im Auto groß und daher auch die Begeisterung für das Auto und für den Sport. Der Stephan war ein sehr lustiges, liebenswertes Kind. Er war wohl überall gern gesehen, war sehr anhänglich. Er brauchte seine Familie. Er brauchte sehr, sehr viel Wärme. Und das hat er auch immer in der Familie gefunden. Und deswegen kehrte er auch immer sehr, sehr gern hierhin zurück. Circa 50 Mitarbeiter hat der Betrieb. 1983 machte Stephan seine Meisterprüfung, wurde Juniorchef. Er konnte das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Vielleicht Vorzug und notwendige Lebensphilosophie eines Rennfahrers, besonders intensiv und bewusst zu leben. Hast du Dinger gewollt? Wie viele Profisportler hatten auch die beiden einen zweiten Wohnsitz in Monte Carlo. Mit allen Annehmlichkeiten. Wichtig ist mit Sicherheit, dass was man macht, Freude macht, Spaß macht und dass man an allem, was man macht, immer den Humor behält. Stephan, 1,76 Meter groß, 68 Kilogramm schwer, war ein Allround-Sportler. Neben Squash spielte er gern Tennis und Fußball. Als Jugendlicher war er ein erfolgreicher Skirennläufer und in Kanada versuchte er sich sogar als Wildwasserfahrer. Hier mit seinem ein Jahr älteren Bruder.
Das Auffallendste an seinem Wesen, die natürliche Ausstrahlung gepaart mit einem gelegentlichen Schuss Übermut. Mit dem Stoppunkt voll in die Eisen. Ja. Auch bei ihm natürlich Parallelen zu anderen Spitzensportlern und Athleten. Verpflichtungen, Talkshows, Autogrammstunden wie hier in Frankfurts berühmter Frescas, der Kontakt zum Publikum, herzlich aufgeschlossen. Steht an jedem Fahrzeug jetzt von der Rennstrecke aus gesehen immer ein Techniker oder der Techniker. Seine Fröhlichkeit und sein herzhaftes Lachen, wohl manchmal auch Selbstschutz und Verlegenheit. Nach außen verschloss er sich weitgehend, doch innerlich machte er sich viele Gedanken, die er nur selten offenbarte. Mit Sicherheit nicht. Ja gut, und dann natürlich... Wolltest du nochmal? Ja. Die alljährliche Formel-1-Party, verbunden mit einer Misswahl in einer Frankfurter Nobel-Disco zum Auftakt des Deutschland-Grand Prix, war für ihn und Freundin Angelika nur eine Pflichtübung. Du hast Diätcode. Ja, Diätcodes. Da kurz ich mir die Hälfte. Stefan Bellof war vom Naturell nicht der Typ für die Schickeria, die sich gerade der Branche bedient, der er sich verschrieben hat. Er pflegte viel lieber alte Freundschaften, die es in der Formel 1 nur selten gibt. War immer zu Streichen aufgelegt, ein Kumpel, ein erwachsener Lausbub. Der Nürburgring, die Ruhe vor dem Sturm. An diesem Tag wird der große Preis von Deutschland ausgetragen. Start 14.15 Uhr. Es ist der 4. August 1985. Die Familien Bellof und Langner beim gemeinsamen Frühstück in einer kleinen Pension. Stefan, ruhiger als sonst, in sich gekehrt. Weiß es könnte heute das eine Frage werden, wer hat im richtigen Moment die richtigen Reifen? Man kann auch so nichts sehen. Okay. Aber der Wetterball ist halt besser. Wetter. Der Wetterbericht heute. Millionen Mark kostete der Umbau, um aus der Traditionsstrecke einen Sicherheitskurs zu machen. Das Publikum hat ihn noch nicht angenommen. Die Fahrer kritisieren die Infrastruktur, schlechte Zeiten für die Verantwortlichen. Zwei Stunden vor dem Rennen. Die größte Bewährungsprobe seiner bisherigen Laufbahn. Sein 18. Weltmeisterschaftslauf. Der den letzten Punkt so in Deutschland gemacht hat, das ist ja lange her, 77, der Jochen. Das sind alles statistische Werte, ne? Manager Willi Maurer an seiner Seite. Viel ist gerade an ihm kritisiert worden. Stefan hat seine eigene Meinung, hat nicht vergessen. Stefan, bist du nett? Okay. Man hatte zwar etwas Sponsorgeld, aber nicht genug. Daraufhin hat der Herr Maurer gesagt, gut, du kannst in meinem Team fahren. So verdanke ich auch dem Herrn Maurer sehr viel, weil wenn ich den Einstieg damals nicht in sein Formel-2-Team geschafft hätte, würde ich wahrscheinlich heute Formel Ford oder Formel 3 noch fahren. Vor den Trainingssitzungen war er sehr aufgeregt. Da hat man also gemerkt, dass er nicht so ganz weiß, was er machen soll, oder weil das Auto wahrscheinlich auch nicht so lag, wie er sich vorgestellt hat. Aber jetzt weiß er, wo er steht und wie er damit umzugehen hat. Wie zeigt sich das, wenn er also besonders mit sich selbst
Ja, ja, also er ich merke es dann auch schon eine Nacht vorher oder so, dann schläft er sehr unruhig und das merkt er eigentlich nicht. Er sagt dann nur immer, ja, wieso, ich habe doch gut geschlafen, aber ich merke, wenn er unruhig ist, dann schlafe ich halt nicht gut. Die nervliche Beanspruchung, vor allem beim deutschen Grand Prix, natürlich höher wie bei jedem anderen. Zudem hier das erste Mal noch den Renault Turbo fahre und die Erwartungen natürlich extrem hoch sind von den Zuschauern. Aber andererseits ist es ja so, dass jeder Fahrer sich ja selbst unter Druck setzt oder jeder versucht, das Bestmögliche aus der jeweiligen Situation zu machen. Und von daher ist es dann für sich nicht so schwierig. Aber doch im Unterbewusstsein, dass man einfach diese Erwartung auch erfüllen möchte. Natürlich registriert man das irgendwo und hat es auch im Unterbewusstsein, ganz klar. Aber was ich vorhin gesagt habe, ich glaube doch, dass ich mir selbst auch so viel Druck mache oder meine Erwartungen so setze, dass ich sie einerseits erreichen kann und andererseits, dass sie auch realistisch sind. Ganz gefährlich werden im Rennen, dass man vielleicht mehr riskiert, als man vielleicht normalerweise riskieren würde? Nein, das mit Sicherheit nicht, weil es gibt ganz einfach nur eine 100%-Grenze und wenn du über 100% fährst, dann fährt man eh bei der Piste oder man dreht sich oder man baut einen Unfall und das ist ja keine Möglichkeit, um dann überhaupt ins Ziel zu kommen. Das Bezieger hat ein großes Talent, hat unheimlich, ist nämlich aggressiv beim Fahren, aber sehr überlegt und sehr cool dabei. I think he is the best driver to come out of Germany for the last 25 years. Well, he's a young driver that started 2 years ago and only needs the opportunity to get in a good car. No? Er hat ein tolles Team, er hat Tyrrell, er hat einen erfolgreichen Motor, er hat eigentlich sehr viel, was er braucht, nur sind die eben auch im Anfangsstadium und die brauchen mit Sicherheit noch einige Rennen, bis sie es auch so weit haben. Aber der Stefan ist ein guter Rennfahrer und ich glaube, dass er den Weg auf jeden Fall machen wird. Er hat den Turbo jetzt endlich gekriegt, auf den er lange gewartet hat. Nur mit einem neuen Turbo anzufangen ist relativ schwierig, weil es einfach eine Zeit lang braucht, bis der Konstrukteur kapiert, was er für ein Auto für seinen Motor bauen muss. Und das dauert sicher ein halbes Jahr Entwicklung. Und durch die muss er jetzt mit seinem Auto durchgehen. Man sagt ihm ja Talent nach. Ich glaube, Sie haben auch schon Ähnliches geäußert. Wie sehen Sie denn seine zukünftigen Möglichkeiten in der Formel 1? Ich glaube, von seinem Talent her ist kein Problem. Das Talent allein macht nicht den Weltmeister. Es ist wichtig für ihn, immer im richtigen Moment im richtigen Auto zu sitzen. Und diese Entscheidungen sind wirklich der halbe Erfolg. Für Bellof ist der Nürburgring nicht nur mit guten Erinnerungen verbunden. Beim 1000-Kilometer-Rennen 1983 hatte er auf der alten Nordschleife nach Rekordzeiten am Vortag am Pflanzgarten einen spektakulären Abflug. Totalschaden am Auto, er selbst blieb fast wie ein Wunder ohne Kratzer. Aber noch im Auto, ich nicht alles.
Alboreto gewinnt am Ende, Stefan Bellof wird Achter. Natürlich, man, für die Umstände, dass das Auto praktisch neu ist und das dritte Rennen vom Auto ist, ist das schon ein gutes Ergebnis. Benzin war auch noch genug drin, so war also kein Problem. Ja, wir haben keine Probleme gehabt. Ne? The temperature, remember? Yeah, it was very cold. Very cold. 10-4, 10-8. And the water was 80. 80 for the water? Yeah, and the that was 10-8, 3. Der erste, der zweite, der war nicht so gut. Die ersten fünf Runden ging es und man hat in der rechts der Reihe schon nachgelassen. Du wirst eigentlich mein Gürtel. Was hat sie da für welche, die härteren, oder? Nee, das waren dieselben C, aber die haben dann den Geist aufgegeben. Und das ist dann die Rundenzeit auch langsam geworden. Dann bin ich rein zum Walzen wechseln. Eine Kurve, die zum Schicksal wurde. Spa-Francorchamps, 1. September 1985, ein Lauf zur Langstreckenweltmeisterschaft. Man fährt hier sehr dicht an den Leitplanken entlang, hat dann hier einen leichten Linksknick. Manche bremsen, manche gehen nur vom Gas. Er wird dann sehr schnell im fünften Gang gefahren. Man fährt ungefähr diese rechts dann im Bergauf zwischen 230 und 240 Kilometer mit dem Gruppe C. Mit dem Formel 1 ist es etwas schneller, dadurch, dass man auch schneller an die Kurve hinkommt. Die Kurvengeschwindigkeit wird ungefähr dieselbe sein, aber man erreicht die Kurven natürlich wesentlich eher, dadurch, dass die Autos schneller beschleunigen. Ein Renntag wie jeder andere. Die übliche Show, Know-how vor dem Start. Stefan Bellof wirkt unbelastet, unbeschwert. Er will auf weitere Läufe der WM verzichten, vielleicht eine Reaktion auf den Tod von Manfred Winkelhock, der zu diesem Zeitpunkt erst knapp 3 Wochen zurückliegt. Trotz aller Verdrängungstaktik und Profiphilosophie ist dieser tragische Unfall keineswegs aus dem Gedächtnis. Aber Rennsport an sich impliziert ein Höchstmaß an Unsicherheit. Die Frage nach einer Schuld ist müßig, solange Autorennen gefahren werden, das weiß jeder, der diesen Sport ausübt. Der Tod ist ein kalkulierter Bestandteil. Rennfahrerkollege Klaus Ludwig zitierte einmal, was dem Leben einen Sinn gibt, gibt auch dem Tod einen Sinn. Jackie X wartet auf die Ablösung. Kurz nach dem Belgier geht auch Stefan Bellof auf die Strecke. Knapp 3 Stunden sind vorüber. Ja.
Zu diesem Zeitpunkt führt Patrese mit dem Lancia vor dem Werks-Porsche X-Maas und Bellof Buzen auf dem privaten Brun-Porsche. Angesichts des Todes von Rotenstein-Bellof hier auch noch schauen.